Ich glaube, Stefan hat zu Beginn ganz, ganz stark polarisiert. Man wollte ihn eigentlich mögen, aber hat es einem schwer gemacht, ihn wirklich zu mögen. Dann habe ich irgendwann mal in der Zeitung gesagt, wenn Deutschland so weit ist, dass es sich von einem Metzgerssohn den Humor vorgeben lässt, wenn das unser Spaßkönig ist, was ist denn mit diesem Land los? Das war ja neu, diese Bereitschaft, sich selber weh zu tun oder sich selber zum Deppen zu machen. Ich fand, dass der Stefan sich für nie etwas zu schade war. Viele junge Leute, die im Fernsehen Erfolg haben, sagen, ich habe Raab gesehen. Ich habe gesehen, wie der das macht. Und ich wünsche mir halt auch immer, dass sie auch alle so ein Talent hätten wie Stefan Raab. Ja, Stefan ist schon lange im Club der Indianer. Er ist angstbefreit und schmerzbefreit. Wenn Ehrgeiz ein Gesicht hätte, hätte es sehr viele, sehr große Zähne. Mal gewinnt man, mal verlieren die anderen. Ja, so muss man drauf sein. Man hat ihm gerne beim Fighten zugeguckt und irgendwie konnte man dann auch nicht mehr sagen, dass man ihn total scheiße findet. Stefan hat mein Leben lustiger gemacht, muss ich sagen. Und ich glaube, in irgendeinem anderen Land, da ist, glaube ich, nach ihm ein Dom benannt. Geschichte geschrieben.